So, was werdet ihr in der Zwischenzeit tun? Ja, das ist die große aller Fragen. Ich werde umgehend an den Talvani-Rat herantreten. Ich bin sicher, dass er gerne von Savaraks geschmackloser Affäre mit dieser Goldfuchserin vom Haus Lalu hören wird. Wenn ich den Rat gut genug kenne, und das tue ich, ist Savarak bis Ende der Woche Pilzkäferfutter. Und Voss wird von seiner Herrschaft befreit? In der Tat, die Bürger von Voss können jetzt wieder friedlich ihrem Leben nachgehen. Doch damit Voss wirklich gedeihen kann, muss Herrn Drata wieder zu Kräften kommen. So wie es aussieht, hat sie nicht viel Zeit. Naja, ich beeile mich ja schon. Lene ist eine Heiße. Ah. Ich bin ein einsamer Mensch. Aber ist okay. Alles gut. Bei Buddha ist alles gut. Men Wendels. Gewächs. Was? Gewächsstube? Als ob, wie Tier aussieht. Oh, ich will den haben. Die guckt doch gerade nicht, oder? Ist da jemand? Ja. Bitte helft mir. Hier unten. So scheiße. Hautfäule, egal wie man sie nennt. Will ihn da lesen? Die steckt doch damit drin. Oder? Vielleicht war sie ja der Kontakt. Himmel. Ihr seid es. Der Hist sei gepriesen. Savarak hat diese Schwarzschneckenschläger auf uns losgelassen. Ein halbes Dutzend von ihnen. Ich habe versucht. Oh, Entschuldigung. Lasst mich nur kurz verschnaufen. Ist schon in Ordnung. Wo ist mein Wendel? Sie haben sie mitgenommen. Sie hat es ihnen nicht leicht gemacht. Sie hat einem ein Ohr abgebissen und einem anderen eine Flasche im Gesicht zerschlagen. Aber schließlich waren sie doch zu viele für sie. Der Anführer brüllte immer wieder, dass sie nicht getötet werden darf. Er meinte, jemand namens Nerandas bräuchte sie lebend. Okay, in welche Richtung sind sie gegangen? Ich habe gehört, wie einer von ihnen ein Versteck an der Küste erwähnte. Südlich von hier gibt es ein paar alte Piratenunterschlupfe. Vielleicht haben sie einen übernommen? Men Wendel kennt sich besser mit den Pilztürmen aus als jeder andere. Nur der Hist weiß, was sie mit ihr vorhaben. Ah. Das sieht schon bemerkenswert hier aus, oder? Was ist denn hier hinten noch? Alter, hier würde ich leben. Das ist voll schön hier. Holla, die Waldfee. So, dann wollen wir mal, wa? Notizen. Eine Seite, die aus dem Tagebuch von Menwendel gerissen wurde. Der Kräuterkundlerin von Herrin Drata. Sie scheint bei einem Kampf auf den Boden gefallen zu sein. Das sieht die hier raus? Okay. Na. Oh, ich konnte sie nicht retten, weil ich hier an einem Strohhalm hängen geblieben bin. Da. Diese zerbrochene Flasche lag in einer Lache giftiger Flüssigkeit und anderer alchemistischen Zutaten. Men Wendel hat vielleicht versucht, sich damit zu wehren. Okay. Ah, hat keine Chance. Okay. Wenn die alle so sind, naja, dann.
alles Lappen. Brennt! Lappen! Ein zerrissenes und zerfetzendes Stück Stoff, das mit Gras, Schlamm und Blut verschmiert ist, das duftet schwach nach Beeren. Okay, wir wollen das Versteck, Pinsu. Ja. Zurück, ihr dädragesichtiger Grobian! Ich habe schimmliges Brot und keine Angst, es zu benutzen. Halt! Ich habe euch schon mal gesehen. Schon gut, ich bin hier, um zu helfen. Oh, entschuldigt das von wegen Koboldgesicht. Euer Gesicht ist wirklich etwas... Ich weiß nicht. Wie auch immer. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich war gerade dabei, mich aus dem Staub zu machen. Das sollte jetzt sehr viel leichter sein. Warum seid ihr überhaupt hier? Hat Grauer Himmel euch geschickt? Lyna hat mich geschickt. Wir glauben, dass Savarak versucht, Tel'Mora zu vergiften, ihr die bösartige Wuchung zeigen. Nun, das ist widerlich. Sieht aus, als hätte man es an den unteren Stängel geflickt. Aber diese Riefen... Oh nein! Es sind die Sporen! Der Wuchs gibt Sporen in den Turm ab, die... Vergesst es. Ich glaube, ich kann Drata helfen, aber ich brauche eine Probe des verwendeten Gifts. Ich werde eure Proben finden und dieser Sache hier ein Ende machen. Mirandas versteckt sich irgendwo hier drin. Wenn ihr euch um ihn kümmert, werden diese Schläge auseinanderwuseln wie die Scherben im Licht. Jetzt schaffe ich es alleine nach Vos zurück. Verpasst ihr diesen Bastarden eine ordentliche Abreibung. Findet das Gift und... Oh, Entschuldigung. Dann macht bloß. Haltet Mirandas auf und findet eine Probe dieses Gifts. Ich mache mich auf den Weg nach draußen, während ihr für eine Ablenkung sorgt. Entschuldigung, ich habe zu früh gedrückt. Es tut mir leid. So, gut. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin hier? Ach, da hinten irgendwo lang. Oh. Was ist denn da los? Oh, meine Dings ist verzaubert. Jetzt zeigt er mir hier an, hier die Waffen, hier die Ladung. Ich hatte auch schon das Problem gehabt. So, Aktion. Aufladen. Ich hatte auch das Problem gehabt, dass... Oder beziehungsweise ist ja kein Problem gewesen, aber mir wurde, als ich gestartet habe, das Intro, das Hauptintro angezeigt. Warum auch immer. Ja, ist der jetzt höher oder tiefer? Tiefer. Nanu. Ja, ist ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen doof. Manchmal ist das Kampfsystem ein wenig tricky. Aber man gewöhnt sich daran. Es macht schon Laune mit einem Controller. Ich spiele gerne mit einem Controller.
muss ich ganz ehrlich sagen. Na, wo ist der? Ach, da. Störenfried! Betrügerin! Ihr werdet diese Höhle nicht lebend verlassen! Ach, na, nu. Ich hab nicht mal geschwitzt. Findet Hinweise darauf, was hier passiert ist. Sehr gut. Alle verbleibenden Flaschen mit dem ursprünglichen Gift müssen zurück in die Vorratskammer in den hinteren Teil der Höhle geschafft werden, um sie von Meister Nerandas neuer Formel zu unterscheiden. Bitte führt bitte eine vollständige Bestandsaufnahme durch und meldet euren direkten Vorgesetzten alle Unregelmäßigkeiten. Stolz und Wohlstand für das Haus Lalu. So. Kommen wir jetzt hier irgendwie? Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Sehr gut. Ist da oben irgendwo? Dann gehen wir doch einfach mal nach oben. Na, was wolltest du denn machen, du? Wolltest du etwa auf mich schießen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, wie man sieht, ich habe immer noch nicht... Ich war immer noch nicht da, wo Aaron gesagt hat, dass ich mir da mein Dings zurücksetzen kann. So. Ja, wieder raus hier. Hey, was macht schon eine kleine Erpressung unter Freunden? Erpressung unter Freunden, okay. Sehr gut. Halt, da müssen wir raus, oder? Ja. Hier müssen wir raus. Sehr gut. Ja, wo sind denn die anderen? War der da? Sehr gut. Keine Chance gegen uns. Ihr seid Lappen. So. Warnenfell. Der ist ja schon angeschlagen. Warum? War hier einer? So. Entschuldigung. Wir müssen wieder zurück.
den Weg hier einfach mal ein bisschen schneller laufen. Geronimo! Geronimo! Sehr gut. So, wir sind schon mal auf dem Weg. Wir sind on the road. Ach, wir sind ja schon bei 44 Minuten. Naja, mal gucken, wie weit es hier noch geht. Ob man am Ende schnippelt oder nicht. Schnelle, schnelle! So viel riecht hier zu helfen, ey. Ja, es steht immer noch alleine da. Okay. So. Da seid ihr ja. Ich habe Herrin Drata ein bisschen Hustengrasextrakt gegeben, um den Effekt der Sporen zu verlangsamen. Doch das ist so, als würde man einem Troll die Hände mit einer Angelleine fesseln. Habt ihr die Giftprobe mitgebracht, um die ich gebeten hatte? Ohne sie kann ich kein Gegenmittel brauen. Hier ist sie. Perfekt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Oh, eine Sache noch. Leine ist mit einer Handvoll Wachleute in Richtung Voss aufgebrochen. Ich glaube, sie wollen diesen Guar-Arsch Savarak verhaften. Sie braucht womöglich eure Hilfe. Alles klar. Falls ihr diesen Ochsen findet, dann verpasst ihm einen guten Tritt in die Weichteile von mir. Ifre weiß, wie lange es dauern wird, meine Gewächsstube wieder aufzubauen. Alles klar. Und viel Erfolg bei dem Gegengift. Oh. Ah. Wir schaffen das. Los, wir müssen hier raus. Ding, 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 ding. Oh. So. Savarak ist weg. Verflucht sei dieser schlüpfrige Bastard. Wir haben sein Landhaus durchsucht, das Versammlungshaus, den Anleger. Wir haben die ganze verdammte Stadt umgekrempelt und nichts gefunden. Er kann doch nicht einfach verschwunden sein. Was haben wir übersehen? Was ist mit diesem Verschiffungspapier, das ich im Lagerhaus gefunden habe? Etwas über die Selvil-Insel? Natürlich, seine Schwarzschneckensöldner versorgen sich dort mit Vorräten. Wahrscheinlich ist er auf dem Weg dorthin. Wo ist diese Insel? Die Selvil-Insel liegt etwas östlich vom Turm. Wenn er es schafft, wegzukommen, werde ich mir das niemals vergeben. Es würde zu lange dauern, die ganze Stadtwache zusammenzutrommeln. Ihr müsst ihn für mich aufhalten. Bitte, Sera, sorgt dafür, dass er nicht an Bord dieses Schiffes geht. Sie hat keine Zeit, die Stadtwache. Sie sind zu dritt. Man muss sich mal die Aussage durch den Kopf gehen lassen. Die sind hier zu dritt. Zwei Stadtwachen und sie. Sie geht jetzt aber da nicht hin, weil sie ja vorher mal die ganze Stadtwache zusammentrommeln müsste. Stattdessen sagt die uns eine Person. Macht das mal alleine. Ich bin etwas erschüttert. Aber gut. Warte mal, wir müssen hier lang. Gehen wir mal gleich mal hier rum. Ach, herrlichster Sonnenschein hier heute wieder. So, da haben wir ja schon die Insel. So, gucken wir mal, wo der... Brent!
Und es nieder! Hat. Ich versuche nicht abergläubisch zu sein. Das bringt Unglück. Verbrennt es! Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier irgendwelche Sachen, die hier rumliegen. Kisten, die man öffnen kann. Lästiger Hohlkopf. Drata mag überleben, doch ich sorge dafür, dass ihr das nicht schafft. Naja. Quatsch einen anderen voll, Junge. Tja. Fackelt es ab! Sehr gut. So. Sprecht mit Lane. Oh, ist denn hier? Essenszeit hat. Zündet es an! Ja, ich bin ja schon dabei. Vielleicht amüsiert ihr euch hier, wa? Entzündet es! Die haben ja alle schon wieder respawn hier. Das geht aber schnell. Oh, was sind das für ein Piepmatz hier? Hallo. So, gut. Waffe weg. Müsste die sich ja hoffentlich jetzt wieder erholt haben, wa? Du weißt ja nicht, wie lange das dauert, da jetzt das Gift aus der rauszuprügeln. Haben die irgendwas anderes zu sagen? Nee, wa? Wen habe ich nur beleidigt? Naja. Schade, dass das ja nicht irgendwie so weiterführend ist, dass man sagt, oh, hier, ja, hast du nicht gesehen. Der hat einen Pfiffi dabei. Leine meinte, ich hätte euch für das Aufdecken von Savaraks Mordkomplott zu danken. Interessant. Sprecht mit ihr. Sie wird dafür sorgen, dass ihr angemessen belohnt werdet. Danach können wir feststellen, ob ihr euch auch weiterhin nützlich machen könnt. Oh, meinst du, das gibt da noch mehr? Ihr seid wieder da. Meine Herren und ich fürchteten schon das Schlimmste. Ist es vorbei? Wurde Savarak erschlagen? Ja, Savarak wird den Bewohnern von Vos keinen Ärger mehr machen. Was für eine Erleichterung. Mit Erlaubnis von Herrn Drata werde ich Läufer in die Siedlungen in der Nähe schicken und die Leute wissen lassen, dass sie gefahrlos zurückkehren können. Vielen Dank, meine Freundin. Vielen, vielen Dank. Nehmt das hier. Und ich glaube, Herrn Drata möchte auch noch ein paar passende Worte mit euch wechseln. Mutsera, dies ist die Kriegerin, von der ich euch erzählte, die den Lalu-Plan aufdeckte und Savarak niederstreckte. Ihr habt euch als bereit erwiesen, Hilfsbedürftigen auch dann zu helfen, wenn euch keine Gegenleistung versprochen wird. Ich zögere euch, um noch mehr zu bitten. Aber unter uns gesagt merke ich, dass diese Ereignisse Herrn Drata erschüttert haben. Sie könnte eure Hilfe gebrauchen. Okay, wir haben ja also noch eine Aufgabe, das ist gut. Aber... Diese heimtückischen Halalur versuchen ausgerechnet, uns mit unserem eigenen Pilz zu vergiften. Das können sie nur mit Hilfe eines Maulwurfs hier drin geschafft haben.
Ich werde diesen Adepten auf Schritt und Tritt verfolgen, bis ich meinen Beweis habe. Ihr scheint sehr sicher. Hört mir gut zu. Niemand hätte ohne Komplizen Herrn Drata um ein Haar umbringen können. Er war ein Scherge Savaraks. Ja, nun mal mal den Teufel an der Wand hier. Wir werden mal gucken, wenn Wendel willig noch zu ihr gehen. Die noch was zu sagen hat. Die Aufgabe machen wir in der nächsten Folge. Ah, da ist er ja. Diese Sporen könnten mir helfen, eine Behandlung für andere Infektionen bei Turmpilzen zu finden. Dann kommt am Ende doch noch etwas Gutes bei dieser Sache heraus. Wie stehen die Dinge denn, seit Savarak weg ist? Sie standen ehrlich gesagt noch nie besser. Ich glaube, sie waren bereit, mir einen Platz im Haus Telvanni anzubieten. Aber Herrin Drata und ich passen nicht als Meisterin und Schülerin zusammen. Sie hat mir allerdings angeboten, dass ich ihre Ressourcen völlig umsonst benutzen darf. Bedeutet das, dass ihr mehr Tränke anbieten werdet? Nur dann, wenn ich glaube, dass es eine Nachfrage dafür gibt. Zu meiner Abmachung mit Herrin Drata gehört aber auch, dass sie ein Vorrecht auf meine Waren hat. Ich werde mich nicht darüber beschweren, wenn ihr mir mal wieder einen Besuch abstatten würdet. Ihr seid in meinem Laden immer willkommen. So, was habt ihr anzubieten? So, Verkauf machen wir erstmal. Ja, komm, hauen wir hier raus, ne? Können wir erstmal mit X noch alles reparieren. Sehr schön. Und dann ist gut. Oh, wo geht's denn hier raus? Ach hier. Ich will nochmal mit diesen Adepten quatschen. Ob der jetzt noch was anderes zu sagen hat. Bin mir ja nicht so sicher, ob der irgendwie da irgendwie mit verwickelt ist. Oder ob der andere Typ bloß Paranoia hat. Dann habe ich mir das also nicht nur eingebildet. Wenn ich mich das nächste Mal beim Vogt über einen seltsamen Geruch beschwere, hört er lieber auf mich. Welcher Gestank? Die Sporen? Ja, genau. Dieser dreckige Savarak hat Herrn Drata und uns alle vergiftet. Aber ihr Vogt hätte dem Einhalt gebieten können, wenn er nur zugehört hätte. Vielleicht wusste er ja davon. Die beschuldigen sich jetzt gegenseitig. So geil. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle Schluss. Und ich denke mal, ich werde hier schnitten haben, die Folge. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Und tüdelü.